Er ist mein Licht, mein Leil, mein Lied, der Eckstein und der feste Grund, sicherer halt in Sturm und Wind. Alles, was dir vor die Hände kommt, ist zu tun mit deiner Kraft, das tu. So sagt es der Prediger Salomo in Prediger 9, Vers 10. Und mit diesem Wort der Losung grüße ich Sie ganz herzlich zu dieser Livestream-Bibelstunde der Langen Steinbauer Höhe. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Wir freuen uns, dass wir auf diesem Weg wenigstens Gemeinschaft haben können, gemeinsam uns unter Gottes Wort stellen können und wir wollen gleich noch mal gemeinsam singen ein sehr bekanntes Lied ich sing dir mit herz und mund dieser Stelle einige Informationen, alles Livestream-Informationen. Morgen haben wir, wie inzwischen schon gewohnt, um 17 Uhr hier an diesem Ort unseren Livestream-Jungschar-Treff. Um 17 Uhr Donnerstag und am Freitag trifft sich die T-Group um 19 Uhr. Also T-Group natürlich auch nur virtuell online, nur einige sind natürlich nur da, auch im Livestream ab 19 Uhr. Und dann zur gewohnten Zeit unseren Livestream Gottesdienst am Sonntag mit Andreas Schäfer. Nächsten Mittwoch freuen wir uns, obwohl wir uns als Gemeinde immer noch nicht versammeln dürfen, freuen wir uns dennoch, dass wir für den Livestream der Bibelstunde einen besonderen Gast gewinnen konnten. Es ist Dr. Lothar Gassmann. Er war schon mal vor Jahrzehnten hier unter Manfred Mössingers Ägide äh, etliche Male auf der Langensteinbauer Höhe und er wird kommenden Mittwoch zum Thema sprechen Countdown 2020, wie weit sind wir in der Endzeit. Jetzt wollen wir noch einmal unseren Gott im Lied ehren. Du bist mein Zufluchtsort, so heißt das nächste Lied. Musik

Ja, wir haben heute Abend den ersten Teil einer Dreierserie, die in den letzten, nächsten Wochen dann auch fortgesetzt und abgeschlossen wird, und zwar das Thema Auf dem Weg ins Welteinheitsreich. Und ich lese uns dazu aus dem Buch der Offenbarung die ersten zehn Verse des 13. Kapitels. Und ich sah ein Tier aus dem Meer steigen, das hatte zehn Hörner und sieben Häupter, und auf seinen Hörnern zehn Kronen, auf seinen Häuptern lästerliche Namen. Und das Tier, das ich sah, war gleich einem Panther, und seine Füße wie Bärenfüße, und sein Rachen wie ein Löwenrachen. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Macht. Und ich sah eines seiner Häupter, als wäre es tödlich verwundet. Und seine tödliche Wunde wurde heil. Und die ganze Erde wunderte sich über das Tier. Und sie beteten den Drachen an, weil er dem Tier die Macht gab. Und beteten das Tier an und sprachen, wer ist dem Tier gleich und wer kann mit ihm kämpfen? Und es wurde ihm ein Maul gegeben, zu reden große Dinge und Lästerungen. Und ihm wurde Macht gegeben, es zu tun 42 Monate lang. Und es tat sein Maul auf zur Lästerung gegen Gott, zu lästern seinen Namen und sein Haus und die im Himmel wohnen. Und ihm wurde Macht gegeben zu kämpfen mit den Heiligen und sie zu überwinden. Und ihm wurde Macht gegeben über alle Stämme und Völker und Sprachen und Nationen. Und alle, die auf Erden wohnen, beten es an deren Namen nicht von Anfang der Welt an geschrieben stehen in dem Lebensbuch des Lammes, das geschlachtet ist. Hat jemand Ohren, der höre. Wenn jemand ins Gefängnis soll, dann wird er ins Gefängnis kommen. Wenn jemand mit dem Schwert getötet werden soll, dann wird er mit dem Schwert getötet werden. Hieß Geduld und Glaube der Heiligen. Ohren beten. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir zusammenkommen dürfen, in dem wunderbaren Namen, in dem allein das Heil ist, deinem Sohn und unserem Herrn und Haupt, Jesus, der der Messias, der der Christus ist. Und wir danken dir, dass du uns dein Wort gibst und deinen Geist, dass du dich offenbarst, dass du dich mitteilst. Danke, für deine Liebe und dein Interesse. Danke für deine Zuwendungen, deine gnädigen Herabneigungen. Ja, du bist nicht nur einer gewesen, der sich herabgeneigt hat, sondern du bist zu uns herabgestiegen in deinem Sohn. Du bist einer von uns geworden, um uns zu erlösen, zu befreien und uns kompatibel und fähig zu machen zur Gemeinschaft mit dir im Licht. Und dafür danken wir dir, wie herrlich und wunderbar du bist, wie treu, wie zuverlässig. Und wir danken dir, dass du jeden Einzelnen kennst, der jetzt dein Wort hört, dass du um jeden Einzelnen weißt, dass du für jeden Einzelnen etwas vorbereitet hast. Lass uns aufmerksam hören, was du uns zu sagen hast. Worte des Lebens. Worte des Trostes, Worte der Ermahnung und Worte der Orientierung. Gepriesen und gelobt seist du. Amen. Ja, wir haben ein ganz spezielles Thema und es ist ja so, wenn man zum 13. Kapitel der Offenbarung kommt da wissen selbst nicht bibelleser zumindest schlagwortartig einige passagen auch wenn sie vielleicht nicht wissen dass das im 13. kapitel der offenbarung steht der sogenannten johannes apokalypse da taucht ja am ende diese geheimnisvolle zahl auf die 666 da wird von einem malzeichen gesprochen da wird von zwei Tieren gesprochen, das ist natürlich diese Bildsprache der Apokalypse, das ist sehr wichtig, dass man bei der Johannes Apokalypse bei der Offenbarung Jesu Christi weiß, das ist ein Buch sui generis im Kanon der heiligen Schriften, es schließt den Kanon der heiligen Schriften und auch des Neuen Testaments ab, indem es zeigt, der Herr, der für uns gestorben ist, der vom Vater in der Auferstehung bestätigt wurde und gen Himmel gefahren ist, der kommt nach seinem Wort wieder und richtet sein Reich auf. Die Offenbarung ist also kein tief, tief, tief dunkles Buch, sondern ein Trostbuch. Aber sie ist in einem Sprachstil abgefasst, der in der Zeit Jesu im ersten, zweiten Jahrhundert oder um diese Zeit herum im Judentum sehr aktuell war. Es ist eine apokalyptische Sprache, eine Bildsprache. Und das macht es für uns so schwer, die Apokalypse des Johannes richtig zu verstehen. Was ist Bild? Was ist wirklich so gemeint? Und ich habe mal so ein bisschen auch ein paar Facetten aus der Auslegungsgeschichte mitgebracht. Und da werden wir schon feststellen, da wurden zum Teil die skurrilsten, die seltsamsten Dinge, zumindest im Nachhinein, gesagt, es wurde auch Gutes gesagt, aber die Offenbarung hat immer auch herhalten müssen in Zeiten der Krisen. Und so braucht es uns ja jetzt nicht zu wundern, dass jetzt angesichts der Corona-Krise auch viele wieder die Offenbarung entdecken, aber leider oft in einer nicht sauberen exegetischen Weise, indem sie da einzelne Passagen oder gar Teile von Versen nur herausreißen und in irgendeinen Zeitprophetischen Zusammenhang stellen, so kann man mit dem Wort der Wahrheit nicht umgehen. Ich will Ihnen mal jetzt diese paar Schlaglichter nennen. Fangen wir mal schon im zweiten Jahrhundert an. Und da war es Irenäus, der die Offenbarung des Johannes um 180 herum schon kombinierte mit, dem sogenannten, mit der sogenannten Paulus-Apokalypse. Wenn Sie sagen, was ist denn das? Ja, Paulus hat auch apokalyptische Texte geschrieben, der bekannteste. Oder umfassendste ist vielleicht 2. Thessalonicher 2, man nennt ihn die Paulus-Apokalypse. Und Irenäus hat diese Texte kombiniert und zusammen gesehen und stellt fest, so glaubt er, dass das erste Tier der sogenannte Antichrist der Johannesbriefe ist. Auch in der Reformationszeit haben sie insbesondere die Täufer viel mit Offenbarung 13 beschäftigt. Balthasar Huppmeier. Hat aus Offenbarung 13, Vers 18, wie weiß ich nicht genau, und Daniel, den 19.10.1533, als Datum des jüngsten Tages, errechnet. Ich glaube, der lager daneben. Ein feiner Bruder, soweit ich das beurteilen kann, was ich sonst von ihm gelesen habe, aber das schützt nicht vor katastrophalen Fehleinschätzungen. Das ist jetzt schon bald 500 Jahre her. Martin Luther glaubte selbst, ich habe das schon in einen der Bibelstunden der letzten Wochen gesagt, dass er am Ende der Zeit leben würde. Er sah im Antichristen im Papst den Antichristen in der katholischen Kirche, die Hure Babylon und er schloss unter anderem, dass es das Ende der Zeit ist, weil Gott noch einmal durch ihn und die Reformation den christlichen Völkern das Licht des Evangeliums geschenkt hat. Und er war sehr, sehr, sehr pessimistisch am Ende seines Lebens. Er, er, eigentlich wünschte er, dass seine Kinder gar nicht in diese Zeit nach seinem Tod kommen. Hat sich selber als das Aufhaltende verstanden. 2. Thessalonicher 2, ist auch völlig daneben eigentlich. Ja? Und hat gesagt: Also nach mir, da geht es äh, hin auf den jüngsten Tag. Ist natürlich so auch nicht gewesen. Michael Hahn der äh, von den Pietistenvätern her geprägt war, der hielt zu seiner Zeit, der lebte um 1800 herum, der erwägte eine Zeit lang, ob nicht Napoleon, der neue Herr Europas, der Antichrist wäre. Auch das ist natürlich nicht der Fall. Er, das muss man zu seiner Rettung sagen, nahm davon aber später wieder Abstand. Also das mag genügen, um zu zeigen, auch, versierte von gott reich begnadete von gott benützte werkzeuge haben sich hier ganz gewaltig vertan und das sollte uns doch mahnung sein es kann man ja immer von zwei seiten vom pferd fallen man kann jetzt aus lauter angst daneben zu liegen sich gar nicht mehr mit den texten beschäftigen das wäre nicht im sinne gottes glückselig wer da liest und hört die Worte dieses Buches. So heißt es am Anfang der Offenbarung. Wenn Gott uns einen Brief schreibt, haben wir nicht das Recht zu sagen, ich lese bestimmte Teile nicht. Wir müssen aber eingestehen, dass vieles für uns noch nicht verständlich ist oder nur in, in einzelnen äh, speziellen Punkten vielleicht das ein oder andere da aufleuchtet. Trotzdem sollten wir uns im Wort der Wahrheit mühen und immer in der Gesamtoffenbarung der Schrift die ganze Sache beleuchten und sehen. Ja, die Corona-Krise. Heute habe ich gelesen, ich habe leider mir nicht den Namen des Hochschullehrers gemerkt aus Berlin, ein Soziologe, der gesagt hat, wir sollten nicht von einer Corona-Krise, sondern von einer Katastrophe reden. Man hätte zwar nicht diese schrecklichen Bilder von... Von, 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 von Schlachten mit Massen von Toten, wenn man jetzt mal so ein paar Bilder aus den Kliniken Italiens äh, herausnimmt. Aber das wäre viel zu wenig, hier von einer Krise nur zu reden. Wir hätten es mit einer Katastrophe zu tun. Naja, und ich habe schon vorher gesagt, die Krisen rufen immer auch die Endzeitspezialisten auf den Plan. Nun, ich war nicht glücklich und ich bin nicht glücklich, wenn man mich als Endzeit-Spezialist bezeichnet, das ist neulich wieder mal wo vorgekommen, weil das ist nicht im Sinne der Schrift. Eschatologie, die Lehre von den letzten Dingen, ist eine wichtige Sache, da geht es aber um Wiederkunft, um, um, um Herrlichkeit, um Geistleibigkeit, um Gott-Ebenbildigkeit und solche Dinge. Das sind die entscheidenden Momente. Das Gericht über die Toten, das Gericht über die Lebenden und andere Sachen. Aber Endzeit-Spezialist, da meint man ja dann meistens so ein bisschen auch einer, der Bescheid wissen könnte über den Endzeitablauf. Das kennt die Bibel so eigentlich nicht. Und das ist auch nicht die Absicht der Prophetie der Bibel, dass wir sozusagen jetzt einen Fahrplan haben, was in der nächsten Zeit passieren wird, in den nächsten Jahren. Aber wir sind auch nicht ahnungslos. Ich habe gesagt, man kann von beiden Seiten vom Pferd fallen. Die eine Seite ist, man lässt es dann ganz und die andere Seite, die allerdings ähm, jetzt in diesen Krisenzeiten weniger so gefragt ist, ähm, äh, dass man sich total äh, davon distanziert und die haben sich doch alle geirrt und ich will davon nichts mehr wissen. Ja? Und die einen stürzen sich total rein. Jetzt habe ich beide Seiten dargestellt, vielleicht war es nicht genau so, wie das in der Reihenfolge sein soll. Aber sie haben schon verstanden. Also, jetzt wird wieder viel spekuliert. Ich habe es schon gesagt, aber ich muss es jedes Mal sagen, ich bin entsetzt, wie durcheinander das Ganze geht. Kein Mensch erwartet, dass da jetzt jemand den Durchblick hat. Aber wenn ich es doch nicht weiß, dann kann ich doch nicht irgendwelche Dinge in die Welt setzen. Es geht doch nicht. Ich muss doch sehr zurückhaltend sein. Das, das hat etwas mit Unnüchternheit, mit Panik machen. Mit Katastrophenszenarien und ich denke mit Schrecken dran. Entschuldigen Sie, wenn ich es mal so sage, wenn es mal richtig losgeht in dieser Welt, wie dann die Gemeinde erst wie ein aufgescheuchter Hühnerhaufen unterwegs sein wird, ohne Kopf. Es tut mir leid, wenn ich das so sagen muss. Es betrifft auch nicht alle. Aber es ist schon erstaunlich, wie schnell. Auch bei den zum Teil widersprüchlichen Informationen, auch die Menschen des Glaubens, die Menschen, die Jesus Christus bewusst als Herrn haben, sich mitreißen lassen und hier allerlei Spekulationen und Überlegungen heimfallen, statt ganz nüchtern und sachlich am Wort Gottes zu bleiben. Also die Unnüchternheit, das ist, das ist etwas, was ein erschreckend machen kann wenn man so an das denkt, was noch kommen könnte, wenn wir jetzt schon so wackeln, was ist dann erst, wenn es mal richtig in die eigentlichen Krisen und in die eigentlichen, auch von der Offenbarung genannten äh, Ereignisse und Zeitumstände geht. Ich habe schon gesagt, die Wahrheit ist das erste Opfer im Krieg. Und im Moment, und ich beobachte die Medienlandschaft schon über 30 Jahre und schon im Studium in den 80er Jahren, hat man von der vierten Gewalt im Staat gesprochen, die Medien, ja, exekutive, legislative, judikative, das ist klar, die sind verfassungsgemäß, aber schon in den 80er, 70er Jahren haben viele auf die Macht der Medienwelt hingewiesen. Und heute hat man den Eindruck, dass das die eigentliche Kraft ist und dass auch Entscheidungsträger Leider nicht alle, aber leider sich auch ein Stück weit treiben lassen von dem, ich sage jetzt nicht, was öffentliche Meinung ist, sondern was veröffentlichte Meinung ist. Wie gesagt, wir haben das in den 80er Jahren schon diskutiert und vor meiner Zeit noch schon viel länger. Das Problem ist bekannt, aber das hat sich in unseren Tagen seit einigen Jahren derart zugespitzt. Ich könnte jetzt konkrete Beispiele der letzten Jahre und Jahrzehnte nennen wo ich den Eindruck habe, wo eine breite Masse auch von Christen ja nicht nur nicht informiert ist, sondern desinformiert. Ich will eine Sache nennen, wenn Sie mit Menschen über Israel und die Entstehung des Staates Israel und, und das Anliegen des Judentums und dass es eine Demokratie ist und dass die Araber gerne in Israel leben, auch wenn Sie das nicht immer offen so sagen aber dass das alle umfahren, wo sie dann unerkannt ihre Meinung äußern können, hergeben. Wenn Sie mit denen reden, dann merken Sie, dass die meisten gar kein geschichtliches und auch politisches Verständnis haben für die Situation im Nahen Osten. Ja, Unnüchternheit. Es kommt da aber auch noch eine endzeitliche Komponente dazu, über die habe ich auch schon dieser Tage gesprochen. Die Bibel sagt ja, wenn man Gott nicht die Ehre gibt als Schöpfer. Wenn man Gott nicht die Ehre gibt und ihn achtet und ehrt, dann gibt es das Gericht der Verfinsterung. Martin Luther hat das so formuliert, er hat gesagt eh Gott, ich sage jetzt mal mit meinen Worten ein richtiges Gericht sendet sendet er das Gericht oder die ersten äh, Boten des Gerichts indem er den, den Verstand nimmt. Und das muss ich schon sagen, ohne da jetzt auf Details einzugehen, das zieht sich nach meinem Verständnis wie ein roter Faden durch Politik, Gesellschaft und sogar die Wissenschaft. Es ist eben nicht vorurteilsfrei, objektiv, sogenannt wissenschaftlich. Und wenn ich nochmal die Medienlandschaft anspreche, Sie wissen vielleicht von dem berühmten. Ausspruch Voltaires, ich kann ihn jetzt nicht wörtlich zitieren, aber er sagte sinngemäß: Er wird sich total dafür einsetzen, dass jemand, auch wenn er die Meinung absolut nicht teilt und sie bis aufs Messer bekämpft, wird er sich bis aufs Blut dafür einsetzen, dass du sie sagen darfst. Und das ist etwas, was mich seit einigen Jahren sehr besorgt macht, was ich mit meinen Mitte 50 Jahren. In der Bundesrepublik Deutschland so noch nie erlebt habe, dass man wirklich ein Stück weit zensiert wird. Ich höre mit meiner Frau relativ viel und gestern haben wir auch wieder ein YouTube-Video uns angehört und die Meinung teile ich nicht unbedingt, aber der Mann darf die sagen. Aber er wurde gesperrt. Und das finde ich schon seltsam. Wer maßt sich da an? Entschuldigung, wenn ich das Wort mal sagt Gesinnungspolizei zu sein. Also das ist eine gefährliche Entwicklung. Es ist noch nicht so dramatisch, wie manche das darstellen, aber das sind komische Situationen. Und ich denke, Voltaire, der ja nicht gerade ein gottesfürchtiger Mann war, sondern im Gegenteil, aber hier hat er recht, ich will wirklich mich dafür einsetzen, dass du deine Meinung sagen darfst, auch wenn sie nicht meine ist. Nur so funktioniert übrigens Demokratie. Und so ist übrigens auch ein wissenschaftlicher Fortschritt möglich, indem man immer im Diskurs ist und in der Kritik steht und neue Fakten aufnehmen muss und seine Position anpassen muss. Ja, auf dem Weg zur Welteinheitsregierung. Dieser Tag hatte ich einen kurzen Mailwechsel mit einem Bruder und ich habe dann so ein bisschen meine Meinung gesagt, wie ich das äh, babylonisch-antichristliche Reich sehe und er sagt ja. Ich werde Ihnen das in den nächsten zwei Bibelstunden noch darlegen. Er sagt, ja, da kann er nicht ganz mit, das muss doch die ganze Welt umfassen. Ja und nein. Wenn Sie den Text lesen von diesem antichristlichen Welteinheitsreich, auf das wir zugehen, wie schnell, weiß ich nicht, dann müssen Sie feststellen, es muss nicht unbedingt ein Staat sein, sondern es muss ein Machtblock sein, der die Welt beherrscht. Der kann durchaus Vasallenstaaten haben, Vasallenfürsten eingesetzt haben. Der kann durchaus äh, lokal sein eigenes Staatsgebilde nur in einem begrenzten Raum haben, aber trotzdem eine Art Weltherrschaft haben. Gibt es ja auch heute schon, dass Staaten so von anderen dominiert werden, dass sie zwar formell unabhängig sind, aber in Wirklichkeit de facto total abhängig und das nachvollziehen müssen, was in diesem beherrschenden Staat auch für sie mit entschieden wird. Ja, wir spüren, wie diese Krise, wie diese Krise dazu auch führt, dass wir eine heftige Wehe, ich erinnere an meine Bibelstunde über die Endzeitwehen, eine heftige Senkwehe haben, wo die Welt ein Stück weit... Weiter hineinrutscht in die endzeitlich beschriebene Situation, wenn es dann wirklich auf die letzte Etappe geht. Wie, wie gesagt, das ist bei den wenig so schwierig. Ich war bei der Geburt meiner fünf Kinder dabei. Das kann sich enorm hinziehen, kann auch enorm schnell gehen. Das ist, ich weiß es nicht, manche stört es richtig, dass ich das sage, aber ich sehe das geradezu als meine Verpflichtung. Man darf nicht sagen, der Herr kommt noch lange nicht, denn es kann ganz schnell gehen. Und man darf auch nicht sagen, der Herr kommt morgen. Ich weiß es nicht, aber ich weiß, wir sollen bereit sein. Wir sollen auf diesen Tag hinleben. Dieser Tag hat mich auch jemand angeschrieben, ob ich denn glaube, dass für die Entrückung noch irgendwas geschehen müsste. Nein, die Entrückung kann jederzeit sein. Aber. Die allerletzten Ereignisse, wie sie uns in der Offenbarung beschrieben werden, so wie ich das sehe, sind meines Erachtens noch nicht angebrochen. Sie sind aber bereits in Sichtweite. Und die Bibel berichtet uns jetzt ja von einer Art Weltregierung, wie ich das eben beschrieben habe. Und da geht es so Schritt für Schritt voran. Sie wissen, der Club of Rome, so ein Zusammenschluss von freidenkerischen... Wissenschaftlern, Intellektuellen, die sind schon lang auf dem Trip, dass sie sagen, wir können die großen Probleme in dieser Welt nur noch als Weltgesamtheit lösen. Es geht nicht mehr auf nationalstaatlicher Ebene. Und in diesem Sinne ist ja auch das Projekt Europa. Wir müssen gemeinsam als Block in der Welt auftreten und viele denken auch schon eben diesen kosmopolitischen Schritt weiter. Wir müssen als Weltbürger denken. Jacques Chirac, der frühere französische Staatspräsident, sagte bei der Verabschiedung des Kyoto-Protokolls, ich weiß nicht, ob Sie noch erinnern, 1997, war es also so ein erstes Abkommen über Umweltschutz und, 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 und Abgase und Treibhaus und solche Dinge, Treibhausgase. Und da sagte dann Jacques Chirac, das Kyoto-Protokoll stellt die erste Komponente einer authentischen globalen Regierung dar. Zum ersten Mal in ihrer Geschichte installiert die Menschheit ein echtes Instrument globaler Regierungsgewalt. Also in die Richtung wird schon auch gedacht, freudig gedacht. Vielleicht haben Sie es auch gelesen angesichts der Not, und wir sind da ja noch bei weitem nicht so betroffen, wie es Länder, Schwellenländer und auch Entwicklungsländer sind von dieser Krise, von dieser Katastrophe. Und angesichts dieser Not fordert der Papst, Papst Franziskus, jetzt ein weltweites Grundeinkommen. Also diese Tendenz geht immer, wir müssen jetzt alle zusammenarbeiten. Wir müssen alle an einem Strang ziehen. Wir können es uns nicht mehr leisten, gegeneinander zu sein. Nationale Egoismen müssen wir überwinden. Wir müssen, wir müssen als Gesamtmenschheit denken. Und das ist für mich mit so einem Momentum, das jetzt in dieser Corona-Krise zu beachten ist, dass das als Senkwehe. Sozusagen mit hinführt auch in diese Position, dass wir, ja, wie ich es überschrieben habe, auf dem Weg in eine Welteinheit sind, die aber in einer großen Vielfalt bestehen kann, aber doch ein großer äh, dominierender Machtblock dann vorhanden ist. Ja, ich möchte, bevor ich noch ein paar Dinge zur Einheit sage, doch auch noch mal etwas zur Unnüchternheit sagen. Schauen Sie, wenn der Soziologe der Berliner sagt, wir müssen von Katastrophe reden, dann frage ich mich manchmal schon. Oder wenn heute getitelt wird: Mehr Tote in den USA als im Vietnamkrieg, da denkst du, ja, das gibt's doch nicht. Vietnamkrieg, das war doch, das war doch ganz, ganz schrecklich. Das stimmt, das stimmt. 50.000 Tote sind schrecklich. Aber wenn man diese Zahlen mal in Relation setzt zu der Sterbestatistik in den Ländern, dann relativiert sich das. Ich will das damit nicht kleinreden. Ich will nur zur Nüchternheit und zur, zur, äh, zur richtigen Einordnung auffordern. Also zum Beispiel: Wir haben 6.000 Tote jetzt im Zuge dieser Corona-Krise, ob da alle an, an Covid-19 gestorben sind oder nicht, das sei jetzt mal dahingestellt. Circa 6.000 Tote in der Bundesrepublik Deutschland sterben jedes Jahr 954.874. Wir mögen sagen, woher weiß ich das genau? Das ist die Statistik vom Jahr 2018. Also fast eine Million Menschen. Und wir haben, wenn Sie die statistischen Zahlen sich anschauen, überhaupt keinen signifikanten Anstieg der Sterbezahlen. Das ist also Entschuldigung, wenn ich das sage, alles noch in einem Rahmen. Auch bei den USA, die ja ungleich härter getroffen sind. Da spricht man jetzt etwa von 60.000 Toten, aber in Relation zu den fast drei Millionen Toten, die Sie ganz generell äh, pro Jahr zu beklagen haben, relativiert sich das doch ganz schön. Und selbst für Italien ist das der Fall. Es kann ja noch anders kommen, aber wir sollten keine Katastrophen-Szenarien herbeireden und wir sollten als Christen nicht in diese Hysterie und in diese Panikmache hineingehen. Kritischer sehe ich allerdings schon auch die Wirtschaftsschäden, die eben durch den Lockdown äh, verursacht sind. Da kann natürlich schon das ein oder andere noch heftig auf uns zukommen. Ja, wir gehen also mitten hinein in die biblische Prophetie und da ist es mir wichtig auch noch zu sagen, dass Prophetie von der Bibel her immer etwas ist, wo Gott Licht. Geben möchte für eine Sache, aber es muss immer zurückspiegeln und zurückreflektieren auf das Hier und Jetzt. Petrus, weil das so ist, solltet ihr umso mehr. Wie Paulus, wie könnt ihr da, wo ihr doch um diese Zukunft ist, euch noch untereinander streiten? Also, es wird nie in diesem Sinn betrieben, jetzt sage ich euch mal was super Interessantes. Und das hat überhaupt keine Konsequenzen für euch. Das ist nur einfach interessant. Sondern biblische Prophetie, göttliche Offenbarung geschieht immer auch für das Hier und Jetzt. Und das ist sehr wichtig, dass wir diesen Aspekt der biblischen Prophetie, der Lichtgebung des prophetischen Wortes und der Prophetie, die Gott gibt, im Auge haben. Jürgen Moltmann spricht von der Eschatologie, also der Lehre von der Endzeit. Sie ist Aussicht und Ausrichtung nach vorne. Also sie gibt uns ein Verständnis für dem, was kommen kann. Gar nicht so sehr immer die Details, sondern die, die Strömungen, die, die Geistesströmungen, die, die Ausrichtung. Wohin geht das Ganze so en gros? Die Details sind oft gar nicht so wichtig. Aussicht und Ausrichtung, Jürgen Moltmann nach vorne. Und jetzt kommt das und Aufbruch und Wandlung der Gegenwart. Aufbruch und Wandlung der Gegenwart. Umso mehr müsstet ihr, da ihr den Tag des Herrn sich herannahen seht. Das ist in einer richtigen Weise Esiatologie, prophetisches Wort betrachtet. Und ich habe ja in der Bibelstunde vor zwei, drei Jahren äh, in etlichen Einheiten die gesamte Endzeitrede Jesu ausgelegt. Und davor auch in der Bibelstunde in fast 30 Einheiten die gesamte Offenbarung. Ich könnte gerade wieder anfangen. Es ist ja so dynamisch, die Entwicklung. Und manches sehe ich heute anders. Und manches würde ich nicht sagen. Aber vieles würde ich vielleicht wieder ähnlich sagen. Wir müssen da immer in Bewegung bleiben. Wir müssen immer in der, im Austausch sein. Aber bei der Endzeitrede fällt eins auf. Sie hat zwei große Teile. Sie hat sozusagen diesen, diesen ausblickenden Teil. Kriegen, Kriegsgeschrei, Erdbeben, Hungersnöte, der übrigens vom ersten bis zum zweiten kommen hindurchgeht, aber dann vermehrt zur Wiederkunft Jesu hin. Das ist aber nur etwa ein Drittel dieser großen Ölbergrede von Matthäus 24, 25. Zwei Drittel, also doppelt so viel vom Textumfang her, sind die sieben Wiederkunftsgleichnisse. Und in diesen Sieben Gleichnissen malt Jesus seinen Nachfolgern vor Augen, wie sie im Lichte der kommenden Ereignisse leben sollen. Merken wir was? Da liegt der Schwerpunkt. Der Knecht, der sagt, mein Herr kommt noch lange nicht und fängt an, im Unfrieden mit seinen Mitknechten zu leben, schlägt sie. Und die ganzen anderen Bilder, das Einschlafen dass nicht genügend Öl haben. Und ich könnte sie jetzt alle durchgehen. Das hat im Hier und Jetzt seine Konsequenzen, wenn man das wirklich ernst nimmt. Ja, die Offenbarung des Johannes, schwer zu verstehen. Also sie spricht, wenn ich den Text richtig verstehe, am Ende vor der Wiederkunft Jesu Christi von einem Reich. Ich könnte das jetzt aus Daniel 2 und 7 herleiten, vielleicht mache ich das noch nächste Bibelstunde, von einem Reich, das in der Bibel bezeichnet wird als neues römisches Reich. Ein, ein, ein Reich in Daniel 7, das einmal untergegangen ist in die Verborgenheit, das dann in Ost- und West Rom, im Bild von Daniel 2 sind es die Standbeine, weiter existierte, weitgehend im Verborgenen und das in der Endzeit wieder in der Gestalt der 10.10. 10 da sein wird. Wieder mit einem Cäsar an der Spitze, dem Antichristen. Der heißt natürlich nicht Cäsar, der kann ganz anders heißen. Ja? Aber ich möchte, bevor wir über das Negative reden, einmal vorab sagen, dass hier eigentlich ein großer, wunderbarer Gedanke Gottes pervertiert wird. Denn die Einheit, die Harmonie in Liebe, in einem Geist, das ist ein Urgedanke Gottes, der ist positiv. Schauen Sie, ich, ich habe mal so ein paar Schlaglichter da aus der Schrift. Gott schuf nicht Mann und Frau für den Kampf, sondern zur Einheit. Nicht gegeneinander, sondern miteinander. Einheit in Verschiedenheit, Harmonie nach Geist, Seele und Leib. Gott schuf nicht Italiener, Gott schuf nicht einen Italiener und eine Norwegerin oder einen Deutschen und einen eine Südamerikanerin, sondern Mann und Frau. Gott schuf nicht viele Garten Eden mit Grenzen, sondern einen. Gott gab den Menschen eine Sprache, zunächst nicht viele. Gott schuf nicht Flora und Fauna als Battlefield, als Kampffeld im Kampf ums Überleben und um gegen den Menschen zu kämpfen, sondern diese Flora und Fauna sollten ein wunderbares, harmonisches Ganzes mit dem Menschen bilden. Das muss man aber ganz grundsätzlich festhalten. Einheit, Harmonie in Liebe, in einem Geist, One World, eine Menschheit, das ist ein Urgedanke Gottes. Rassen, Hautfarben, Nationalitäten, Staaten, Grenzen, Kulturverschiedenheiten, das kam alles erst später. Das hat mit der Sünde zu tun. Und das müssen wir mal klar sehen, dass hier ein ungeheurer Plan Gottes auch aufleuchtet, der vom Anfang bis zum Ende denkt und läuft. Gott ist ja der, der am Anfang der Geschichte das Ende verkündigt. Wer kann das? Wer kann das? Gott kann am Anfang sagen, wie es am Schluss sein wird. Er hat alles in seiner Hand. Das Wort Krise kommt bei ihm gar nicht vor oder Katastrophe. Jedenfalls nicht in dem Sinn, dass er unruhig wird oder ihm die Dinge entglitten sind. Das, was wir gerade an Rassen, Hautfarben, Nationalitäten und Grenzen und verschiedenen Sprachen haben, ist allesamt eine Folge des Sündenfalls. Gott strebt wieder die Einheit an. Das ist ein großes Ziel von ihm. Jetzt mögen Sie sagen: Ja, aber Moment mal, Bruder Wörz, ich kenne doch meine Bibel. Und wenn ich jetzt meine Bibel lese, dann ist doch Gott der, der zum Beispiel ein Volk besonders herausnimmt. Da ist doch nichts mit ganzer Menschheit. Er sagt doch zu Israel: Du bist mein Sohn. Ja, das stimmt. Das hat aber schon mit der gefallenen Welt zu tun. Und auch die Gemeinde ist ja eine Auswahl. Aber sie sind keine Auswahl im Sinne von exklusiv für das Heil, sondern ihre Auswahl ist für die Völker vermittelnd, dass sie auch den Weg zum Heil finden. Es geht letztlich um alle. Es ist nur eine Frage des Weges. Ursprünglich war es allerdings nicht so. Also die Einheit ist auch das Ziel Gottes. Gott möchte auch. Bitte verstehen Sie es jetzt nicht falsch, kosmopolitisches Denken. Gott möchte auch, dass wir Rassen überwinden. Gott möchte auch, dass Grenzen verschwinden. Gott möchte auch, dass Menschen sich wieder verstehen und so weiter. Die Frage ist nur, wie und unter welcher Ägide soll das geschehen? Und um das vorwegzunehmen, wenn es unter dem falschen Geist geschieht, ist es, da passt das Wort dazu, eine Katastrophe. Und am Geist Gottes und der Herzen, die von der Liebe Jesu bewegt werden und denen Christus wohnt, ist es ein Segen. Aber grundsätzlich, die Einheit ist ein Weg, den der Herr möchte. Die Gemeinde ist ja neben Israel die Modellvorführung Gottes und das Modell, das Gott auch für die ganze Welt hat. Und was wird bei der Gemeinde immer wieder betont? Weder Jude noch Grieche. Ich auch andere, also hier geht es natürlich um Beschneidung, Unbeschnittenheit, also erwähltes Volk und Heidenwelt. Ist völlig egal. In Christus spielt das keine Rolle. brauchen keinen Stammbaum zu untersuchen, wo wir herkommen und mit welcher Völkerwanderung wir vielleicht unsere Ahnen verbinden können. ist völlig egal. In Christus sind sie allesamt einer. Weder männlich noch weiblich. Auch die Geschlechtergrenzen werden. Im Herrn einmal überwunden sein und sind es dem Grunde nach schon. Noch nicht im Hier und Jetzt, aber im Geiste schon. Nicht Sklaven, nicht Herren, all das steht in Galater 3. Im Epheserbrief spricht Paulus von einem neuen Menschen. Ein neuer Menschentyp. Der Prototyp ist Jesus. Der letzte Adam. Und in seinem Bild wird die Menschheit umgestaltet zu einem neuen Menschen. Das hat in der Gemeinde begonnen. Deswegen ist auch in der Gemeinde eine wahre Ökumene. Ich beschäftige mich gerade intensiver mit Spener und Zinsendorf. Und Zinsendorf war so im 18. Jahrhundert, man kann sagen, ein Ökumeniker. Aber nicht im negativen, sondern im positiven Sinn. Er hielt besonders das Johannesevangelium hoch. Und da haben wir ja das wunderbare hohe priesterliche Gebet auf das sie alle eins sein. Die Una Sancta, die heilige Einheit, die man nicht mit der antichristlich-babylonischen, verführerischen Einheit verwechseln darf. Es gibt eine wahre Ökumene, Una Sancta, neuer Mensch in Christus. Dann wird Gott allein, der wahre Gott, diesen Tage hatte ich mit einer esoterisch angehauchten Frau, naja, angehaucht ist viel zu wenig gesagt. ja, Kontakt und sie hat ganz mit den kosmischen Mächten, Channeling und sowas. Ich muss schon fast immer ein bisschen lachen, wenn dann der Erzengel Michael da spricht und so, aber ich, ich und dann habe ich hier geschrieben: Wissen Sie, diese Mächte des Kosmos gibt es, aber sie können viel weiter noch, sie können mit dem Schöpfer aller Dinge Kontakt haben. Viel mehr. Paulus sagt, das ist ja gar nichts. Ihr Kolosser bildet euch da was ein mit Engel und Ritual der Engel und, und, und Erscheinungen. Das ist doch alles in dieser Welt, alles vom Herrn geschaffen. Wir haben es mit dem einen Gott der Götter zu tun. Er wird dann der wahre, alleinige Gott sein, der wahre König. Neue Himmel, neue Erde, neues Jerusalem, eine neue Welt, eine neue Stadt Gottes ohne Grenzen. Gewiss, wenn man die Offenbarung am Ende liest, dann merkt man, das wird erst. Das ist selbst im neuen Jerusalem gibt es noch ein Drinnen und Draußen, aber es gibt einen Strom des Lebens, der Grenzen überwindet und der auch über diese Grenzen von Drinnen und Draußen hinüberfließt. Strom des Lebens. Also die Einheit ist ein Urgedanke Gottes, ist, ist Wille Gottes. Und ich habe schon gesagt, wenn wir jetzt fragen, ja woher kommen dann Völker, Nationen, Rassen? Der Geschlechterkampf, woher kommen die Grenzen verschiedener Sprachen? Antwort ist, das ist von Gott angeordnet für den Menschen, der sich von ihm emanzipiert hat. Das heißt wörtlich, er hat sie aus seiner Hand genommen, der rebelliert hat gegen Gott. All diese Dinge sind Folgen der Rebellion, die Gott dann, wo die Menschheit jetzt diesen Schritt gegangen ist, angeordnet hat. Also ich will Ihnen mal drei große Stationen nennen. Da haben wir natürlich den Sündenfall. Vorher gab es kein Sterben, Tod und Kampf, Krankheit, Streit, Krieg. Ich habe ein befreundetes Ehepaar, da sagte sie mir, das also ist ja auch schon über 20 Jahre, sie haben noch nie gestritten. Wow. Ja, das ist sehr selten. Das ist sehr selten. Im Garten Eden wurde auch nicht gestritten, aber danach und um gekämpft, Brudermord, Auseinandersetzung, Geschlechterkampf, Disharmonie, Überlebenskampf gab es vorher nicht. Folge geänderte Bedingungen, die Gott dem Menschen zugemutet hat, damit er sieht, wohin der Weg ohne ihn geht. Wer vom Licht weggeht, geht in die Finsternis. Wer von der Wärme weggeht, geht in die Kälte. Es wird Kälter in der Welt. Da ist kalt geworden. Dann haben wir einen nächsten Einschnitt durch eine weitere Rebellion in der Sintflut. Da hatten wir ja davor noch, das ist eine geheimnisvolle Welt, wissen wir gar nicht so viel. Aber wir hatten offensichtlich nicht verschiedene Völker und Nationen, sondern das war eine Menschheit, die sich auch mit den unsichtbaren Kräften wie in unserer Zeit immer mehr verband. Und Gott ordnet dann Gericht an, es kommt die Flut. Und danach haben wir mit Sem, Ham und Japhet den Start der unterschiedlichen Rassen. Auch wenn man heute nicht mehr genau sagen kann, wer jetzt von wem wie genau abstammt, das ist auch gar nicht so wichtig. Aber da haben wir, das sagt schon selber, 1. Mose 10, Sem, Ham und Japhet und zählt in der Völkertafel ihre Nachfahren auf. Dann haben wir nur ein Kapitel später den Bericht über eine weitere Rebellion der Menschen, die sich offensichtlich nicht über die Fläche des Erdbodens zerstreuen wollten. Und sie rotteten sich zusammen, um als Symbol ihrer Macht und ihrer Stärke und ihrer Ehre und auch des Stehens gegen Gottes Wort und Anweisung, bauten sie den Turm des Machbarkeitswahns. An dem wird heute übrigens auch gebaut. Und Gott greift ein. Und von da an haben wir Sprachgrenzen. Die Menschen verstehen einander nicht mehr. Es bilden sich Nationen, unterschiedliche Kulturen, dann auch Grenzen. Auch eine Folge einer Rebellion. Jetzt, warum hat Gott so gehandelt? Meines Erachtens will er, obwohl er ja eigentlich die Einheit will, will er mit diesen Anordnungen. A, Konsequenzen aufzeigen des Tuns und B, will er auch, dass die Menschheit nicht zu schnell in der Sünde im Bösen ausreift. Dort, wo Menschen im Geist Gottes zusammen sind durch die Gnade des Herrn, also zum Beispiel hier, wenn wenn nicht gerade Lockdown durch den Coronavirus ist und hier ein paar hundert Menschen versammelt sind, dann gibt es eine Dynamik des Geistes. Bitte nicht falsch verstehen, nicht, nicht in eine bestimmte Richtung verstehen, aber etwas, wenn man in der Gemeinschaft die Bibel liest, auf Gottes Wort hört, singt, betet, das ist etwas anderes, wenn man das alleine tut. Eine Dynamik, einen Frieden, einen Segen, einen Strom. Es gibt aber auch eine unheilige Dynamik. Wenn etwa ein antisemitischer Mob sich zusammenrottet. Also es kommt ganz darauf an, wenn Menschen zusammen sind, in welchem Geist sie das sind. Das kann, wie gesagt, ein sehr negativer Geist sein. Schauen Sie sich Bilder der Massenaufmärsche der Nationalsozialisten an und was äh, dieser Geist des Antisemitismus, des Bösen, mit ganz normalen Familienvätern auch gemacht hat, so dass sie vielleicht zehn Jahre später gesagt haben: Wie konnte ich nur? Es gibt seelische Kräfte, das ist noch gar nicht irgendwie mit unsichtbarer Welt und so, sondern einfach Seelenkräfte. etwa Beim Rockkonzert oder einem Popkonzert oder einem klassischen Konzert, wo Menschen sozusagen gemeinsam schwingen, das sind, das sind auch Kräfte. Oder im Fußballstadion. Und es gibt natürlich die Kräfte des Geistes Gottes. Also es wo viele zusammen sind, wo viele Massen Menschen sind, das ist die Frage, wer oder was beherrscht sie. Und jetzt sagt Gott, so verstehe ich das, wenn ihr jetzt in diesem rebellischen Zustand, in der Emanzipation, in der Sünde zusammen seid, dann werdet ihr sehr schnell zur totalen Rebellion gegen mich kommen. Und das möchte ich nicht. Das hat etwas mit Langmut und Güte und Heißplan zu tun. Das wäre jetzt ein Thema für sich. Aber die Bibel sagt, Matthäus 13, das Gleichnis von, von der Ausreife des Guten Geseten und des Taumelneus, der vom Feind dazwischen gesehen, lasst beides wachsen. Und am Ende der Tage, wenn beides ausgereift ist, dann kommt die Stunde der Ernte. Und in der Zeit leben wir in der Zeit der Ausreife. Bis dahin hat Gott immer eingegriffen. Also wir sehen diese Dinge... Grenzen, Völker, Kulturen haben etwas zu tun mit der Emanzipation von Gott und haben mit den angeordneten Gerichten zu tun. Jetzt müssen wir verstehen, Gott hat dennoch das Ziel der Einheit, aber im Geist Jesu Christi. Er will die Herzen verändern. Ich sage es mal so, der Feind, für den ist die innere Haltung. So ziemlich egal. Hauptsache, sie sind zusammen. Und er kann sie instrumentalisieren in seiner Weise, manipulieren. Gott möchte das nicht. Gott möchte nicht einfach nur Massen. Das könnte er leicht haben. Er möchte nicht nur einfach begeistern, sondern Gott möchte die Herzen und den Gleichklang der Herzen. Und wenn diese innere Voraussetzung da ist, dann kann es auch zu größeren. Gruppen, Veranstaltungen, ja sogar zu Völkern kommen. Ein Erneuer des Israel ist etwas anderes als ein Israel im Fleisch. Kommt darauf an, wessen Geist die Masse beherrscht. Also Gott möchte das, aber das geht mit Herzensgewinnung, das dauert. Und jetzt besteht eine Strategie, und das müssen wir wissen, wenn wir die nächsten zweimal Offenbarung 13 und vielleicht auch 17 genauer anschauen, besteht eine Strategie des Feindes, dass er positiv von Gott wirklich angestrebte Dinge, von Gott gewollte Dinge vorwegnimmt und auf seine Weise missbraucht. Das ist also seine Strategie. Bei Adam und Eva, ich will da auch kurz ein paar Schlaglichter werfen, da war es dann, nimm dein Leben selbst in die Hand, nimm und iss und werde glücklich und lass Gott einen guten Mann sein. Das, das war das, was du kommst schneller zum Ziel wenn du Gott lässt, ach überhaupt, mit Gott kommst du gar nicht zum Ziel. Ihr werdet sein wie Gott. Gott wollte sie auch ins Wachstum bringen, in die Gottesebenbildlichkeit im Wachstum noch. War ja schon so geschaffen, aber konnte nur eine Entwicklung erfolgen. Und der Teufel hat gesagt, du brauchst den Herrn nicht. Schneller und besser geht es so, ohne Gott. So will er auch ein Paradies ohne Gott schaffen. Eine Welt. Eine Menschheit, einen Führer, das kriegen wir ja irgendwo her, ein Volk, ein Führer. Das sind alles Dinge, wo der Feind wunderbare Zielgedanken Gottes, zum Beispiel auch in der Einheit zwischen Mann und Frau, die Sexualität ist ein tiefes Gottesgeschenk, gehört aber in den Rahmen einer größeren Einheit. Und einer Herzensverbundenheit, die ihren Ausdruck in einem rechtlich klaren Verhältnis zueinander findet. Der Teufel sagt, kannst du kannst vergessen. Du kannst Sex haben. Du kannst alles haben. Es erfüllt aber nicht. Also immer geht es um die teuflische Vorwegnahme. Um das vermeintliche schnelle Glück. Und so ist auch die Welteinheit ein Versuch. Bevor Gott unter seinem wiederkommenden Herrn, unter seinem wiederkommenden Sohn, unserem Herrn, so muss ich sagen, es zur wahren Einheit die Welt führt, Stück für Stück, will der Feind sie vorwegnehmen. One World, eine Menschheit, no Borders, eine Sprache, kosmopolitisches Denken. Da müssen wir müssen aber da trotzdem noch differenzieren, denn ganz so... Holzschnittartig einfach ist es natürlich mit der angestrebten Einheit nicht. Also das ist ja so mal so der Grundrahmen. Da gibt es sozusagen einen Plan Gottes, der alles umfasst, der hat das Ziel der Einheit, habe ich ja schon skizziert. Und in diesem Gesamtplan Gottes wirkt noch ein Widersacher, der strebt vorab eine Einheit, aber in seinem Geist an, gegen Gott. Und jetzt kommen wir nochmal auf die menschliche Ebene. Also wir haben ja schon bei Psalm 2 unterschieden, die unsichtbare Welt mit ihren Strategien und Plänen, die Mächte der Finsternis, die Kosmokratoren, den Oberfürsten, der Luzifer. Und sie schieben die sichtbare Welt, also die unsichtbare Welt, die unter Gott ist und die innerweltlich kosmisch ist. Sie sind die Machthaber dieser Welt, aber sie benutzen Menschen in der sichtbaren Welt, um ihre Gedanken und Pläne umzusetzen. Und jetzt... Vielfach eben nicht so, dass sie sozusagen dämonisiert sind oder satanisch sind oder Teufelsanbeter, sondern dass sie werden auf der Ebene der Ideologien, der Religionen, des Humanismus, des Gutestuns, was ja nicht schlecht ist, gehalten. Aber sie merken nicht, dass sie eigentlich auch noch einem geheimen anderen Plan dienen. Ich hatte Luthers Faust zitiert, sie glauben zu schieben und werden geschoben. Und das müssen wir erkennen. Jetzt bleibt wir mal in der sichtbaren Welt. Jetzt dürfen wir aber als Christen nicht bei jeder Einheitsbestrebung gleich sagen, haha, der Antichrist steht hin am Baum. Es ist natürlich sinnvoll, Umweltschutz über Ländergrenzen hinweg, bestimmte Dinge europaweit oder gar weltweit anzugehen. Nur müssen wir eins wissen. Diese ganzen Bestrebungen werden dann in der Hand des Falschen irgendwann auch mal entarten und zum Falschen führen. Verstehen Sie? Ich, also ich fordere da Differenzierung, nicht einfach alles ablehnen, aber grundsätzlich ist hier ein Move, ein Drive, eine Bewegung hin zu dem, was der Feind in der Welteinheit vor der Wiederkunft Jesu Christi plant. Am Ende allerdings wird es auch in der sichtbaren Welt Wirklich satanisch, diabolisch. Eine völlige Verblendung. Selbst, das können Sie auf Magen 16 etwa nachlesen, wo wir schon in den Sonnenschein gerichtet sind, da heißt es immer wieder, und man kann das kaum glauben, schwerste Gerichte, Beulen treffen sie, die Sonne verbrennt sie und andere Dinge, da ist Corona. Ja, da mag man sagen, das war noch eine Urlaubszeit damals. Und dann sagen die Menschen, sie kehrten nicht um, Sie hörten nicht auf mit ihren Zaubereisünden, mit, ihrem, mit ihrer Hurerei und ihrem Morden und sie lästerten Gott. Das ist dann Verstockung, Verblendung. Wenn man Gott lang genug widersteht, dann kommt es zum Dahingabegericht. Also diese Einheit, die der Feind anstrebt, kommt oft erst auf dem Weg des scheinbar Guten, des Positiven, des Humanismus. Wenn ich Ihnen mal zwei, drei Geschichtsbeispiele nenne: Nimrod, klassischer Vorläufer des Antichristen, 54 bis 68. Solange Seneca, sein, sein Erzieher und Ausbilder, mit in der Regentschaft war, war, war Nero sehr naja, das Wort Human gab es in dem Sinn noch nicht so, aber war sehr human, half in Notgekommenen Senatoren und war sehr zurückhaltend, lehnte im Senat zum Beispiel auch äh, Ehrentitel ab. Das hat sich nachher völlig verändert. Er hat seine Mutter umgebracht, seine Poppea, seine Frau und, 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 und also wie, wie zwei Lebenshälften, Regierungshälften, so muss man sagen. Adolf Hitler, was hat der die Friedensschalmeien geschlagen? Letzte territoriale Forderung. Chamberlain kam 37, trotz ist er geflogen, kam er nach Hause und hat gesagt: Peace in our days. 37. Da plante Hitler schon längst den Krieg. Zweimal sechs Jahre. Erst die Maske des Friedenbringers der berechtigten Forderung und nachher die diabolische Entdemaskierung. So wird es beim Antichristen auch sein. Das kommt nicht gleich mit Schwefelgestank und Hörnern, sondern sehr einleuchtend, gewinnend, für den Menschen da seid und zeigt erst später ihr wahres Gesicht. Ja, wir müssen zum Schluss kommen. Wir werden dann also bei den nächsten Einheiten genauer einsteigen in dieses welteinheitsreich, wie es uns dann in der Bibel vorgestellt wird. Aber wenn man das jetzt so hört, dann sind wir ja so ein Stück weit, ja, wie ein Spielball im im Getriebe einer viel größeren Entwicklung. Und man kann ja schon so sagen, ja, was kann ich schon machen? Aber das ist das Geheimnis der Überwinder. Das ist das Geheimnis derer, die Gott auch unter schwierigsten Verhältnissen seiner Gnade Frucht bringen lässt. Was kann ich schon machen? Unser Text schließt ab, indem er sagt, hier ist der Glaube und die Geduld der Heiligen erforderlich. Das klingt ja nach märtyrerhaftem Verhalten, nach Hacken zusammenschlagen, den Rücken gerade machen. Ihr könnt mir alles nehmen, ich marschiere da durch. Ich lasse meinen Jesus nicht. Und dann sinken wir in unserem Stuhl vielleicht etwas zusammen und sagen, so bin ich doch gar nicht. Und das ist das Geheimnis. Hier in dieser Zeit der zunehmenden Verwirrung, Verführung, Unnüchternheit, der großen Bewegungen und Kämpfe und Auseinandersetzungen der sichtbaren und unsichtbaren Welt, müssen wir erkennen, wir können nur bestehen, wenn wir uns ganz an Jesus hängen. Die Gemeinde zu Philadelphia hat eine kleine Kraft und das war ihr Geheimnis, weil sie wusste, ohne den Herrn kann ich nicht. Zu erkennen, ich schaff's nicht, ist der Schlüssel zum Schaffen, aber nicht zum eigenen, sondern in Christus. Was nützt einer 100 Tonnen E-Lok, wenn sie die Bügel nicht an der Oberleitung hat und Energie zapfen kann? Und so sind wir völlig fruchtlos und diesen Kräften und Mächten und Winden in dieser Welt ausgeliefert und unseren eigenen seelischen Strömungen. Aber wenn wir den Bügel an der Oberleitung, an der Jesusleitung haben, dann gibt es Licht, dann gibt es Orientierung. Und manchmal, ich habe das schon gesagt, wenn es völlig durcheinander geht, dann mache ich einfach so, ich halt mich an dir fest. Ich halt mich an dir fest. Vielmehr du hältst mich. Herr, lass meinen Bügel ausfahren. Ich brauche dich. Ich blick da gar nicht ganz durch. Woher soll ich Menschlein schon wissen, was wirklich wahr, was wirklich richtig ist? Selbst dein Wort kann ich verdrehen und entstellen, wenn du mich nicht bewahrst. Ich brauche dich. Und ich brauche die Geschwister, die du mir gegeben hast. Man kann auf Dauer nicht durchhalten, ohne Kontakt zur Oberleitung. Ohne Kraft von oben. Und das gilt nicht nur für die ganz großen Krisen. Das gilt auch für die kleinen Märtyrien, die jeder oder die manche von uns erleiden müssen. Jesus weiß Bescheid und Jesus ist da und Jesus vermag Glaube und Durchhalten. Da steht ein Wort unter einer von Gott auferlegten Last zu bleiben, auszuhalten. Das kann Gott schenken. Ich will schließen. Mit einem Bericht eines brasilianischen Pastors José Dilson. Er war im Senegal ins Gefängnis gekommen durch seine evangelistische Straßenkinderarbeit und schreckliche Verhältnisse. Ich habe neulich einen Bericht gesehen über ein Gefängnis in Madagaskar. Da liegen die Menschen so eng und so stickig, dass der Zellenboss alle 20 Minuten das Kommando geben muss wenden. Und da müssen sich alle gleichzeitig drehen, weil die so eng aneinander liegen. Und in der sozialen Hierarchie dieser völlig überfüllten, katastrophalen hygienischen Bedingungen dieser Zelle, äh, da gibt es auch noch eine Hierarchie. Da gibt es auch welche, die haben nur am Boden Platz. Die liegen gar nicht auf einer Pritsche oder Holz. Und so ähnlich war das offensichtlich bei unserem Bruder in Senegal. Und er hatte seine Kämpfe und er rang auch mit Gott. Er schreibt: Es ist zwei Uhr morgens, ich kann nicht schlafen, so ist es jede Nacht. Es ist zu eng, dass man sich nicht drehen kann, extrem ungemütlich, doch Jesus ist an meiner Seite und das tröstet mich. Die anderen Häftlinge schlafen, ich bin allein mit Jesus. Wir können reden und ich kann bei ihm meinen Frust, meine Ängste und Sorgen ausschütten. In diesen Nächten gehen in mir unglaubliche Kämpfe ab. Ich spüre hautnah die Gegenwart des Feindes, der mir ins Ohr flüstert, dass Gott sich nicht um mich kümmert. Ich kämpfe mit Gefühlen des Selbstmitleids, der Hoffnungslosigkeit. Einsamkeit, Ungerechtigkeit des Zorns und vielen anderen Empfindungen, die mich überwältigen wollen. Diese Kämpfe laufen nicht nur in der Nacht ab, sondern auch des Tages. Ich brauche viel Mut und gleichzeitig auch Demut und vor allem die Gnade des Herrn, um den Kränkungen, den Herabwürdigungen der Arroganz und Missachtung zu widerstehen. Und dann kommt in diese Situation hinein ein muslimischer Mitgefangener und schreit und brüllt ihn an und beleidigt ihn aufs Schlimmste kriegt es geschenkt, dass er ganz ruhig bleiben kann. Möchtest du noch mehr sagen? Und er legt wieder los, beschimpft ihn, du bist nichts und, und du bist nicht mehr als eine kleine C hier und dein Herr ist nichts und, und er legt richtig los. Und unser Bruder kriegt es dann geschenkt, in seiner Entgegen zu sagen, du hast recht, ich bin nichts weniger als ein Staubkorn, ein dreckiger Lumpen, ein toter Hund. Und dann schreibt der Nielsen und fast weinend füge ich hinzu, aber ich will dir jemand vorstellen, der alles ist, der Schöpfer des Universums, voller Herrlichkeit, ein souveräner Herr. Und auch du bist ihm wichtig, er liebt dich. Und dann beschreibt er, wie dieser Mann wie von einem Blitzschlag getroffen wurde, die total änderte. Er sagt dann, ich habe dich beobachtet. Schon seit einem Monat achte ich auf jede deiner Bewegungen. Ich wurde geschickt, um dich zu prüfen, ob du ein wirklicher Mann Gottes bist. Und ich muss sagen, du bist wahrhaftig der Mann Gottes, von dem hier alle Welt spricht. Denn ein Mann Gottes, der sich demütigt, wird von Gott erhöht. Ab heute hast du meinen Respekt. Schauen Sie uns, so führen Sie vielleicht einen ganz verborgenen, einsamen Kampf. Wissen nicht, was wirklich in der Welt jetzt abgeht. Sind verwirrt durch die vielen Nachrichten. Sie brauchen gar keine apokalyptischen Zustände. Es ist so schon schwer genug. Und sie denken, was soll das alles? Und wer achtet darauf? Aber der Herr. Und dann nehmen Sie Ihre Hände und legen Sie in die Oberleitung Jesu. Und er wird mitten in dieser Situation Sie zum Segen setzen und erfüllen und durchtragen. Das können Sie erleben. Und das möge Gott Ihnen schenken. Amen. Und beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du der Sieger bist, der überwinder, der den Tod, das Sterben auf sich genommen hat, um Leben und Unvergänglichkeit ans Licht zu bringen. Und dein Sieg, dein Triumph ist so groß. Er gilt auch uns, er gilt auch mir. Und du sorgst dafür, dass die deinen nicht untergehen. Du sorgst dafür, dass bei allen schwierigen Umständen, bei allem eigenen Versagen, bei allem eigenen Sünden, bei allem falschen Verstehen und allen Irrwegen du dennoch zum Ziel kommst. Du sprichst: Niemand kann euch aus meiner Hand rauben. Und das gilt. Dein Wort gilt. Und wir danken dir für diese wunderbare Möglichkeit, dich unseren Kraftgeber. Unsere Oberleitung anzurufen und Kontakt mit dir zu suchen. Und du bist da, du bist da und du freust dich. Und du weinst und lachst mit uns und gehst mit uns durch dieses Leben bis zum Ziel. Und wir wissen dürfen, nicht nur mit uns, sondern du hast das große Ziel, siehe, ich mache alles neu. Du wirst Vermögen, du kannst es. Du wirst es tun. Amen. Wir wollen noch einmal singen: Erforsche mich, Jesu, und ich darf euch bitten. Noch unter ein Wort des Segen stellen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dir und gebe dir Frieden. Amen. Einen guten Abend noch und bis zum nächsten Mal.